Hi ihr Lieben und willkommen bei Parker and Lane Twisted Minds. Ja, ich habe jetzt vor kurzem wieder mein Funpass bei Zylum aktiviert und habe gesehen, dass das Spiel draußen ist bei Zylum und habe gedacht, dass ich das spielen werde. Und ja, ich muss gestehen, ich habe zwar den ersten Teil angefangen zu spielen, aber ich habe ihn dann nicht weitergespielt. Aber trotzdem möchte ich ganz gerne den zweiten Teil spielen. Ich bin schon ehrlich gesagt gespannt und ja, und wünsche euch einfach viel Spaß dabei. Huch, das fängt einfach so an. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Keine Story, gar nichts. Okay, ich dachte, dass da wenigstens irgendwie eine Story vorher noch kommt oder so, aber gut, okay. Die kommt anscheinend nicht, ich weiß nicht warum, aber wir nehmen das jetzt einfach mal hin. Ich muss mir ganz kurz meine Uhr hier zurechtlegen, damit ich nicht zu lange plabber. So, also... ja. Es gibt hier keine Story. Finde ich ein bisschen komisch, aber okay, wir werden einfach mal... Level 1 nehmen. Finde die Messer in der Szene. Die Messer in der Szene, okay. Na, dann gucken wir mal. Oh. Ja. Beruhigungspillen. Ach so. Ah, dann geht's ihr wieder gut, ja? Okay. Gut, ja. Keine Bewegung. Hände hoch. Waffe fallen lassen. Ich sagte Waffe fallen lassen. Ich war's nicht. Ich schwöre, ich bin kein Mörder. Ich würde mal behaupten, dass die Sachlage auf das Gegenteil hinweist. Hände hinter den Kopf und hinknien. Los! Bitte, Ma'am. Sie müssen mir glauben. Detektiv Parker. Nicht Ma'am. Okay. Führt ihn ab. Lest ihm seine Rechte vor. Ruft bitte auch die Forensiker hinzu. Okay. Gut. Ein Pappkarton? Warum? Das ist der unpraktischste Mordfall, den ich je gesehen habe. Tja. In Ordnung. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Hallo, ich bin Detektiv Parker. Ja, hallo. Der Chef sagt mir, dass dieser dein erster Fall ist. Nein. Finde die Messer in der Szene. Ja, okay, das kennen wir ja schon. Das heißt, wir suchen einfach mal... Aber erstmal müssen wir... Moment. Warte mal. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Was genau willst du jetzt von mir? So ein Mist, Leute. Ich bin gerade völlig verwirrt. Was ist das denn jetzt hier? Da muss ich ja hin. Aber anscheinend zusammen mit dem Teil, oder? Ja, doch richtig gemacht. Puh. Aber ich glaube, dass ich da... Und ich habe eine Maus gefunden. Dass ich da definitiv kein... keine drei Dings bekommen werde. So schlecht, wie ich gerade hier abschneide. Jetzt muss ich noch die Messer suchen. Da ist auch noch einer, da ist auch noch einer. Und ein Messer fehlt mir jetzt noch. So, jetzt warten wir einfach mal. Dann gehe ich da hin. Da muss ich denn jetzt auch hin. Ich habe irgendwie noch das... Da ist das letzte Messer. So, und dann muss ich dahin dich... Ach so, hatte ich das jetzt irgendwie vertan? Habe ich eine Taschenlampe oder sowas? Okay, dann gehst du dahin. Ja. irgendwie geht das jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier unbedingt drei Sterne bekommen werde. Eher im Gegenteil.
Vielleicht zwei, wenn ich Glück habe. Weil ich am Anfang überhaupt nicht gescheckt habe, worum es hier gerade geht. Also, ja. Und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ach so. Wo ist denn das jetzt hin? Okay, Moment. Wieso ist denn jetzt nur noch einer da? Ermittlung endet. Aber ich habe doch auch nur noch einen einzigen. Das ist irgendwie verwirrend. Aber ich könnte ganz knapp die 3 Sterne vielleicht doch noch schaffen. Okay, dann schicken wir dich nochmal dahin. Und du brauchst jetzt die Pinzette, war ja klar. So. Na? Ah, haben wir aber noch geschafft. Nachdem ich total blöde angefangen habe, würde ich sagen. Aber sehr blöde. Na gut. Egal. Machen wir es danach besser. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich solche Spiele gespielt habe. Das darf ich mir jetzt mal sagen. Früher oder später werden Sie ein paar Fragen beantworten müssen, Mr. Chen. Ein Geständnis würde Ihr Leben nur einfacher machen. Möchten Sie also etwas gestehen? Nein, ich habe das nicht getan. Ich schwöre, Sie müssen mir glauben. Nehmen wir einmal rein theoretisch an, dass Sie die Wahrheit sagen. Nur rein theoretisch. Warum hatten Sie dann das Messer in der Hand? Ich habe das Messer auf den Tisch gefunden. Der Karton und das Messer waren schon da, als ich zurückkam. Aber warum haben Sie es in die Hand genommen? Warum haben Sie nicht sofort die Polizei gerufen? Mir war erst nicht klar, dass das ein Tatort ist. Und dann war es zu spät. Hä? Da war eine Leiche drin. Das Messer gehörte da nicht hin. Wir benutzen solche Messer nicht in unserer Küche. Normalerweise verwenden wir Hackbeile für das Zerteilen von Fleisch. Ich wusste nicht, dass wir so ein Messer überhaupt hatten. Interessant. Wir werden die Sache mit dem Messer näher überprüfen. Okay. In der Zwischenzeit werden Sie in Polizeigewahrsam bleiben müssen. Okay. Gut. Lily Parker. Victor Lane. Okay. Wer ist das? Keine Ahnung. Irgendein Mörder. Wahrscheinlich. Wow. Übereinstimmung gefunden. Wasquez. Oder Wasku? Oder so ähnlich. Okay. Bucket. Budget, Bucket, kann man sehen, wie man will, wahrscheinlich. Okay. Stella. Unser Team. Parker and Lane, Twisted Minds. Ich weiß zumindest, dass der Blaine eine Tochter hat, glaube ich. So, okay. Du hast die Trophäenszene freigeschaltet. Sammle alle Trophäen. Ei, ei. So, okay. Was kann ich damit nachher machen? Da schalte ich wahrscheinlich so ein Buch nachher frei oder sowas. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal gucken, was uns in Szene 2 erwartet. Untersuche die Messer. Okay. Können wir machen? Er schien wirklich verwirrt zu sein. Ich hätte ihm fast geglaubt, als er seine Unschuld beteuerte. Entspann dich, Parker. Das hier ist ein ganz klarer Fall. In den meisten Berufen kostet ein Fehler nur ein paar Dollars. Hier könnte das Menschen ihr Leben kosten. Wir müssen uns alle hundertprozentig sicher sein. Tut mir leid, Detective. Du hast recht. Wir sollten keine Vermutungen anstellen. Okay. Scharfe Messer. Die Mordwaffe war den Messern hier nicht im geringsten ähnlich. Ich habe fast dasselbe Messer in meiner eigenen Küche. Es gehört hier nicht hin. Interessant. Hey, toll gemacht. Bis jetzt. Aha. Es stehen einige neue Aufgaben an. Sollen wir die neuen Verfahren zusammen durchgehen? Nein, ich glaube, jetzt habe ich es gescheckt. Mir fehlt so ein bisschen die Musik, wenn ich das mal so sagen darf. Ach so, reiben. Ja, guten Morgen. Da kann ich ja ewig dran rumwursteln, wenn da nichts passiert. Oh, ich
ich Dumpfnase manchmal. Reiben, reiben. So. Da haben wir das schon mal fertig. Immer nur zwei Messer, sehe ich gerade. So, dann nehmen wir das. Das können wir direkt wieder auffüllen. So, dann nehmen wir gleich mal zwei mit. Dann können wir da zum nächsten Messer gehen. Das dauert ja eigentlich gar nicht so lange, sehe ich gerade. So, dann nehmen wir die beiden Sachen mit. Ich hab sie gehört. Da. So. Allerdings müssen wir hier anscheinend nichts mit bezahlen oder so machen, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass das letzte Mal bezahlt werden musste, immer. Also, ja. Beziehungsweise, dass man sie sozusagen abkassieren muss. Das so, du kannst ja da hin. Ah, da kannst du nicht hin. Moment. So, und das. Und dann kannst du dahin. Idee. So, und dann gehst du dahin. Du brauchst gleich das. So, schnell reiben. So, ich muss dann dahin. Dann kann ich lieber zwei gleich mitnehmen. Einmal das und das. Und dann gehst du dahin. Du gehst dahin. Und das und das und das. Einmal reiben. Ach so, es geht auch so. Na gut. Okay. Jetzt hätte ich auch gerade da bleiben können. Ich wusste nicht, dass die beiden dasselbe wollen. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder nur noch einen so ein Teil? Ist doch voll doof, ey. So, nehmen wir das. Ob ich das diesmal schaffe, weiß ich allerdings nicht. Das sieht ein bisschen schwierig aus. Ach nee. Ich muss erstmal dahin. Okay. Dann gehst du dahin. So, und du brauchst natürlich das Gleiche. War ja voll klar. Aber wir haben trotzdem die drei Sterne erreicht. Aber es ist irgendwie nicht gerade leicht, hier drei Sterne zu erreichen. Also da muss man wirklich gucken, dass man alles richtig gut macht. Ich glaube, ich sollte die Musik vielleicht... Also die Musik ist ja eigentlich laut. Das hört ihr ja. Nur die Hintergrundmusik jetzt irgendwie von diesem Level ist halt nicht laut. Parker, die Dame der Stunde. Was zum... Deine Beförderung zum Detektiv ist jetzt schon ein Jahr her. Und du hast einen neuen Rekord aufgestellt. Kein Detektiv im ersten Jahr hat dir so viele Fälle gelöst wie du. Ach, kommt schon, ihr bringt mich noch in Verlegenheit. Normalerweise gelingt dir das ja selbst am besten. Wir dachten daher, dass wir etwas nachhelfen. Oh, spar dir den Kommentar, Lane. Schön, dich zu sehen. Also gut. Der Kuchen isst sich nicht von selbst. Gönnen wir uns ein Stück. Ja, gönnen wir uns ein Stück. So. Du kannst deine Abzeichen für die Fähigkeiten deines Helden ausgeben. Versuche es jetzt. Aha. Ist ja cool. Okay. Das gab's vom letzten Mal, glaube ich, nicht. Finde ich aber gar nicht so verkehrt. Das heißt also Bewegung, Konzentration, Führung. Und wir geben in jeder Mal erstmal ein. Mit Lane spielen wir ja noch nicht. Was ist das hier? Okay, wir müssen jetzt erstmal auf 3 weitermachen. Halte den Eindringling fern. Den Eindringling? Drilling? Drilling? Drin? Mein Gott, egal. Parker, ich möchte kurz mit Ihnen reden, wenn es Ihnen passt. Was du heute kannst besorgen, worum geht es denn, Chief Vasquez? Wie auch immer. Also 2 Dinge. Erstens, wie laufen die Ermittlungen im Mordfall? Derzeit sieht es nach einer ziemlich klaren Sache aus. Wir haben den Täter, das Opfer und die Mordwaffe alle zur selben Zeit am selben Ort angetroffen. Aber irgendwas passt nicht zusammen. Es ist zu sauber, zu einfach. Das ist kein TV-Mordfall, Parker. Die meisten Fälle sind ziemlich eindeutig gelagert. Trotzdem, ich will ja nur sicher gehen. Ich brauche noch etwas Zeit. Nun ja, das haben Sie sich verdient. Erwägen Sie noch einmal alle Fakten. Sie scheinen etwas angespannt zu sein, Chief. Ist alles in Ordnung? Hä? Ehrlich gesagt, gibt es da etwas, bei dem ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Okay.
Meine Frau und ich feiern bald unsere Silberhochzeit. Glückwunsch, Beileid? Ich bin mir nicht sicher, was ich in diesem Fall sagen soll, Chief. Naja, also ich muss ihr etwas kaufen. Daher frage ich mich, was Sie mir empfehlen würden. Sie fragen mich? Ich bin für die Beantwortung dieser Frage die am wenigsten geeignete Person auf der Welt. Ehrlich gesagt bin ich so verzweifelt, dass ich wirklich jeden Tipp zu schätzen weiß. Okay. Geil. Meine Eltern waren 20 gute Jahre verheiratet, aber dann, also... Vielleicht fällt mir ja etwas ein, was sie damals so getan haben. Ich wünschte, ich hätte so jemanden in meinem Leben. Ich lasse es sie wissen, wenn mir etwas einfällt. Okay, gut. Cool, du hast jetzt langsam den Dreh heraus. Ja, ich brauche manchmal auch etwas Hilfe. Sollen wir die Verfahren... Nein, sollen wir nicht. So langsam weiß ich, was ich machen muss. Halt den Eindringling fern. Hier muss also irgendwo immer ein Eindringling kommen. Du bist kein Eindringling. Drilling. Dringling. Mann, ich kann das nicht sagen. Es ist sehr wichtig, die zu untersuchenden Sachen aus der Nähe zu betrachten. Okay? Wenn ich wichtige Aufgaben zu erledigen habe, versuche ich, mich voll und ganz darauf zu konzentrieren und für den Augenblick alles andere außen vor zu lassen. Wenn ich mich nicht irre, gehen Stella, Lane und Chief Vosquest genauso vor. Sie schalten die Außenwelt komplett ab und kümmern sich nur um diese eine Sache. Für jedes Werkzeug gibt es eine Anleitung, so wie... Ja, weg mit dir. Okay, einmal so, einmal so, einmal so. Achso, was soll ich jetzt machen? So? So. Achso. Okay, kriegt man das seit neuestem nicht mehr richtig erklärt? Okay. Gut, meinetwegen auch so. Ach nee. Sie sollte dahin. Hä? Ich habe ihn doch gerade schon weggescheucht einmal. Verstehe ich gerade nicht. Aber jetzt ging das. Okay. Okay. So. Dich bringen wir dahin. Und ich muss jetzt auch diese Kamera haben, ja? Dann kann ich das auch direkt mitnehmen. Und das. So. Und so. Dann gehst du dahin und du gehst dahin. Dann brauchen wir nochmal die Kamera. Und dich dann weg. Dich stellen wir dahin. So und so und so. Das war jetzt ein bisschen unlogisch von mir gerade. Okay. So, wir müssen dahin. Dann brauchen wir das. Ach nee. Ach Mann. Hier ist die Kamera an die Hand genommen. So, einmal zu Ihnen hin, bitte. Weg mit dir. So, 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 so und so. Schicke ich dich dahin. Dann brauchst du das und du brauchst wieder das und dich schicke ich dahin. Nee, Moment, das hat jetzt nicht geklappt. Hä? Dich schicke ich dahin. Warum gehst du denn da nicht hin? Doofnase. Schnell reiben. Dann brauchen wir zwei davon. So. Huhuhu. Und dann brauchen wir einen davon. Dann schicken wir dich dahin und dich schicken wir dahin. Und dann reiben wir mal. Und dann brauchen wir zwei davon. So, so. Achso, komme ich da gar nicht durch? Ich habe gedacht, ich würde da durchkommen. Okay. Auch gut. Nee, Moment. Nee, Moment. Das, das, das. Und dann einmal bitte auffüllen. Und dann brauchen wir das, das, das. Ha! So, Moment. Ich habe irgendwie... Achso. Okay, dann brauchen wir das. Ah, Leute, irgendwie fehlt mir jetzt hier schon wieder ein so ein Teil. Eben waren es dann noch ein paar mehr. Ich muss das erst mal auffüllen. Mäuschen. So, so und so. Und einmal reiben. Das funktioniert so nicht. Okay.
Die Ermittlung ist beendet und ich bin total out gerade. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Einmal das und das und das. Na, ob ich da noch das dritte Herz schaffe, bin ich ein bisschen unsicher. Okay, da muss ich jetzt ich wieder hin. Und die kann ich dann auch direkt mitnehmen. Und die schicke ich dorthin. Oh, das wird nicht klappen. Schade eigentlich. Ach, Manu. Ich glaube, das würde ich hinbekommen. Ah. Doch, es kann noch ganz, ganz, na, gehst du. Bäh. Ich dachte, es könnte noch ganz knapp passen. Habt ihr das gesehen, Leute? Weil ich das... Oh. Wie doof ist das denn? Oh, Mist. Okay. Kann man nichts machen. Du wirst nicht glauben, was der Typ für ein Alibi hatte. Er sagte doch tatsächlich, dass er beim Ballettunterricht war. Er war ein Riese, sicherlich einen guten Kopf größer als ich und gebaut wie ein Schrank. Und wie es sich herausstellt, war er tatsächlich beim Ballett. Da haben wir seine Ballettlehrerin in den Zeugenstand gerufen. Sie hätte mühelos in seinen linken Schuh gepasst. Okay. Dank Ballettunterricht dem Gefängnis entkommen. Wie auch immer, ein weiterer gewonnener Fall. Derzeit läuft es gut für mich. Naja, aber auch nur, weil du keine meiner Angeklagten verteidigen musst. Da hast du wohl recht. Wie ich hörte, bist du kaum zu bremsen. Ich muss kurz für kleine Königstiger. Versuche in der Zwischenzeit niemanden zu verhaften. Ich liebe dich auch, Andre. Was? Ihr zwei scheint euch ja gut zu verkennen. Ist das ein Verflossener von dir oder so? Okay, ganz offensichtlich habe ich etwas verpasst. Hä? Sieh mal einer an. Der berühmte Victor Lane war gerade eifersüchtig. So weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Ich glaube, er mag dich, Lilly. Wirst du etwa wieder das Herz eines armen Mannes brechen? Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Du hast das Fotoalbumbuch der Familie Parker freigeschaltet. Sehen wir es uns an. Okay. Ah, da kann ich also mit den Diamanten... Ach, knuffig. Ist das süß. Guckt euch das mal an. Dad war ja so unglaublich stolz, als Andre geboren wurde. Ich erinnere mich noch an seinen Gesichtsausdruck, als er mir von dem wichtigsten Tag in seinem Leben erzählte. Der Tag, an dem er Vater wurde. Wer ist denn Andre, ihr Bruder? Vielleicht. Würde ich mal behaupten, dass das ihr Bruder ist. Aber ihr Lieben, an dieser Stelle werde ich einen Cut machen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao!